Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Pflanzenporträt. Es wird um einen roten Fingerhut gehen. Ah, das ist jener hier in klein und jener hier in größer. Und wir gehen dann dort hin, wo es nur größer sind. Aber das ist schon mal praktisch zum Herzagen, dass die Größe wirklich stark variabel sein kann. Also das da werden wahrscheinlich die kleinen da 30, 35 cm sein und das kann bis zu 2 Meter gehen. Ich bin ja eigentlich schon ein bisschen spät dran, aber ja, die Natur ist nicht zu mir. Erstens blüht er von unten nach oben auf, das heißt, ganz oben habe ich auf jeden Fall immer noch Blüten. Zeitgleich gibt es natürlich immer Nachzügler, wenn wir sich das da anschauen, der ist noch in Vollblüte oben und da sehen wir auch noch schön diese knospigen Blütenstände und zeitgleich hätten wir auch schon Früchte. Aber vielleicht von vorne. Also darf ich vorstellen, roter Fingerhut gehört zur Gattung der Fingerhüte innerhalb der Familie der Weiderichgewächse, Wegerichgewächse. Und da finde ich es interessant, Wegeriche, es gibt ganz viel gut essbare, aber der rote Fingerhut ist eben genau das Gegenstück zu gut essbar. Das ist wirklich eine Pflanze, da müssen wir wirklich, wirklich, wirklich die Finger weglassen. Da kann es wirklich, wirklich, wirklich spät und sein und im Baum angehen. Also 2 bis 3 Blätter können tatsächlich schon tödlich sein und es ist auch da nicht so wie so oft bei leicht giftigen Pflanzen, dass man dann sagen konnte, naja, ein paar Blüten strahlt man sich halt über den Salat, weil das wird schon nichts tun. Also das müssen wir da tunlichst lassen. Gehen wir dann noch ein Stück, haben wir ja das Glück, dass da viele Exemplare sind. Dort ist auch Wald gearbeitet worden, dort zeige ich euch dann die Wurzeln, weil das habe ich ausgraben können bei Exemplaren, die was so und so schon umgeschert waren. Somit habe ich da nicht weh da und wir können die ganze Pflanzen gut sehen. Da, das ist schon ein bisschen größer und da haben wir dann tatsächlich echt fette Exemplare. Die sind, besonders der ist größer wie ich, also der hat die 2 Meter erreicht. Und da sehen wir schon, also dieses Blühbild, von unten nach oben ist der aufgeblüht, ganz oben haben wir noch letzte Blüten, aber schon einen Haufen Früchte. Und der Name des Fingerhut, also auf schlau heißt er Digitalis und das Digitalis kommt von Digitus, was lateinisch ist für Finger. Und normalerweise sage ich ja nie was Lateinisches, aber Digitalis in Digitus, das kann sogar ich aussprechen, super Sache. Wuchstechnisch, wo wächst er? Also grundsätzlich bei uns in Europa und da, je westlicher, je lieber ist er gern unterwegs und gern ein bisschen höher oben und so Kahlschläge, Waldwege, genauso wie ich es da habe. Also ich bin da gerade am Pfenningberg, das ist der Linzer Ein, Linzer Hausberg und ich gehe mit euch da nicht auch noch um mich. Da ist wirklich ein Riesenbestand. Aber es ist auch der einzige Ort bei mir in Linz, wo ich weiß, dass ich ihn da vorfinde. Wuchstechnisch ist eine 2-jährige Pflanze meistens, und da gibt es eine tolle Ausnahme, die was ich in meiner Wahrnehmung, ich habe ja jetzt doch schon einige Pflanzen beschrieben, ganz selten vorkommt, nämlich entweder 2-jährig, also meistens 2-jährig, das heißt im ersten Lebensjahr wird eine Rosette gebildet, also da sehen wir praktisch gerade ein Exemplar, beziehungsweise darunter ist auch Exemplare im ersten Lebensjahr, das wird nicht mehr. Da wird Energie gespeichert, aber da ist nicht wirklich ein mächtiges Wurzelsystem drunter, das zeige ich euch nachher. Und im zweiten Lebensjahr schießt er dann eben auf und macht eben genauso ein Spiel mit Blüte und Frucht. Aber er kann, so steht geschrieben, auch ausdauernd krautig wachsen. Das heißt, es verschwindet zwar im Winter das ganze Ding, oder das muss ich genauer sagen, weil da gibt es noch mehr eine Varietät. Also er verschwindet und kommt dennoch wieder im neuen Jahr und macht wieder diesen Blütetrieb und Frucht und das mehrmals. Oder es kann auch sein, und es kommt natürlich dann Vollgas aufs Klima drauf an oder wie die Winter sind, es kann sein, dass gar nicht wegfriert und dass dann ein Teil vom Schaft, also von da, wo das Ganze da gewachsen ist, stehen bleibt und dann, dass er da direkt aus Achseln neue Teile raustreibt, die was dann wieder blühen und fruchten. Das würde dann wahrscheinlich ein bisschen so ausschauen, wie wir das da sehen. Aber habe ich selber noch nie gesehen, weil bei mir friert er ja ab.
die grundständigen Blätter, das sehen wir da bei der Rosette auch schön, ich schnapp mir da eins, die sind relativ lang gestielt, so schaut das aus, man spürt es mehr, wie man sieht, das Ganze ist filzig. Und im Vergleich, und da muss man eben aufpassen, es kann, ungeübte Blicke könnten diese Blätter tatsächlich mit Blättern vom Beinwell verwechseln. Der Beinwell gehört zu den Raublattgewächsen, der fühlt sich rauer an. Und wenn man es einmal gesehen hat, es ist schon anders. Aber für Neulinge passt es halt auf. Also schaut, dass ihr Gebiet gut kennt, bevor ihr euch mit Jausenfutter versorgt, weil das kann in dem Fall auch wirklich schief gehen. Ich mag da jetzt nicht Angst machen, aber es macht Sinn. Die Blätter am Stiel, die Gegend, und das kann ich, das geht kameratechnisch wahrscheinlich schwierig, die sind schraubig nach oben angeordnet. Also das geht immer wieder Stockwerk weiter und weiter und das ist so spiralartig schraubig nach oben angeordnet. Blätter, die am Stiel sind ungestielt, also die sind sitzend auf dem ganzen Ding. Behaart, habe ich gesagt und gesagt. Die Blüten selbst, Fingerhut. Also wie seht's, Haufen Blütenstand gewesen natürlich. Grüß dich. Und Chris, ist das genial, super, schaut's. Bestäuber, ne? Dann machen wir das gleich mit den Bestäuber. Ganz oft sind Hummeln die Bestäuber, oder wie man sieht, da auch andere Wildbienen, und die müssen da reinkraxeln, und die Geschlechtsmale, ich werde uns dann eine Blüte legen, sind auf der Oberseite dieser Blüte verortet. Das heißt, das Ganze streicht einer dann über den Rücken. Wisst ihr was, jetzt legen uns da so eine Blüte, bleibt's dran. So, da ist wieder schon wieder wie am Einkrapseln. Aber ich habe uns da mal eine aufgemacht. So hängt es da oben und ich habe es gesehen. Also die muss da jedes Mal reinkrapseln. Und auf der Oberseite, sieht man das, da sind eben diese Geschlechtsmerkmale verortet. Die Dame, die ist jetzt da runtergefallen. Seht ihr, das ist das Stabal, das was da überblieben ist auf dem Fruchtknoten. Das rutscht mir da gerade raus. Aber das war auch oben angemacht gewesen. Und da kraxelt es halt natürlich rein und kommt dann da mit Rücken und Kopf an. Und so wird Bestäubungsarbeit geleistet. Das Ganze ist, das ist ganz typisch bei solche Säulen aufblühenden, von unten nach oben aufblühenden Pflanzen, dass die vorher männlich sind. Das heißt, die älteren Blüten werden erst weiblich und die jünger aufblühten sind die männlichen Dinge reif. Das heißt, ja, vormännlich halt. Also unten ist die Dame, also wenn unten die Männer schon ausgestaubt sind, wird erst die Dame reif. Das heißt, es ist kein Pollen, kein eigener mehr in der Blüte drinnen, so dass der eigene Griffel mit eigenem Pollen bestäubt werden kann. So ist fast zwingend notwendig, dass ein fremder Pollen gebracht wird und dann wird mit fremden Pollen bestäubt, was gewollt ist, weil es einfach die genetische Vielfalt erhöht, wenn das nicht mit eigenen, ist wie bei uns Menschen. Also je mehr, dass wir sie durchmischen, desto besser das Blättere ist. Bei Pflanzen ist es nicht so problematisch, da ist es auch oft Programm, wer in Zucht. Also das, ja, aber das wird da erfolgreich verhindert durch diese verschiedenen Reifestadien der Blüten von unten nach oben. Hat dann auch noch, also wird beobachtet, dass zum Beispiel diese Bestäubertierchen, die was solche Pflanzen anfliegen, immer sie von unten nach oben durcharbeiten. Also die kommen praktisch als erst bei den Damen an. Oben waren sie am Schluss bei einer anderen Pflanze, haben Pollen geholt, dann kommen sie zu einer neuen Pflanze und fangen wieder unten an. Das heißt, sie haben den Pollen von der letzten Pflanze von oben mit und arbeiten sie wieder von unten nach oben durch. Also eigentlich super schlau gemacht. Wenn das Ganze erfolgreich, also das war jetzt ein bisschen gestottert, das gebe ich zu, da will ich jetzt keinen Oscar dafür, aber ich denke, es ist rausgekommen, was ich sagen möchte. Und ihr kennt es mir eh, kompliziert ist mein zweiter Name.
Wenn das Ganze befruchtet worden ist, bilden sie ziemlich zackig solche Kapselfrüchte und ihr seht, wie vielsamig das Ganze ist. Also da, das sind lauter kleine Samen, ist noch nicht reif. Wenn das reif ist, bricht das Verlangen auf und die Verbreitungsstrategie ist einfach eine Windverbreitung. Das heißt, der Wind stupst das an und dann werden die Samen weg ausgeschüttelt und durch den Wind auch vertrieben oder verblasen, beziehungsweise auch Zufallsausbreitung, wenn da Tiere durchrennen und dann haut es die Samen hin und her. Auch so kommen die Samen durch die Welt. So, wisst ihr was? Beam uns oder gehen wir miteinander? Ja, gehen wir miteinander, das ist eh schön da. Weil ich möchte es mit den Wurzeln noch kurz herzeigen. Und dann können wir ja nur über das Essen reden oder über das Nicht-Essen in dem Fall. Dort ist das Gipfelkreuz, also wie gesagt, Hausberg, ein Hausberg von Linz, der Pfennigberg. Dort ist das Gipfelkreuz. Und ich hoffe, ich finde da jetzt wieder hin, wo ich uns das vorbereitet habe. Ich bin ja da extra aufgestiegen heute und sie haben eigentlich Sonne gemeldet gehabt und jetzt hat es gerade geregnet. Aber das macht nichts. Wie gesagt, das ist der einzige Stand, den was ich kenne. Aber dafür ist es ein gewaltiger Stand. Also da ist eben Feld und Holz gearbeitet worden. Somit haben sie da ein paar niedergeschoben. Und von dort habe ich mir was vorbereitet. Schaut, wie viel das da sind. Und das geht den ganzen Berg dort runter. Also diese ganze... Das Areal, also ich kann nicht, das sehen wir jetzt nicht hin, vielleicht kraxelt die dann da noch auf, ist alles voller roter Fingerhut. Und dort habe ich uns das vorbereitet. Also die waren eben schon so niedergefahren, so dass ich mir gedacht habe, hey, da tue ich jetzt nicht was. Also das ist praktisch so ein einjähriges Pflanzau. Da sieht man Wurzelsystem, aha, ja, ein Haufen Feinwurzeln, aber nichts Pfahliges. Und das ist eine erwachsene Pflanze, die war auch gut 2 Meter hoch. Und auch da hat sich das Ganze nicht irgendwie vom Wurzelbild verändert. Also das könnte man sagen, ist so ein typischer Flachwurzler. Also nichts mit irgendeiner Pfahlwurzel oder irgend sowas ist da nicht zum Holen. Ja, jetzt kommen wir nochmal, ich sage ja, Inhaltsstoffe, das sind eben herzwirksame Glykoside, die werden medizinisch genutzt und da muss man jetzt aufpassen. Es gibt tatsächlich nach wie vor Quellen, die was für Heimanwendung berichten, das geht mit der Pflanzen nicht. Also selbst die Medikamente haben so eine geringe therapeutische Breite, nennen sie das, dass selbst mit Medikamente passieren kann, dass man Nebenwirkungen einfährt, die was man nicht haben will, weil das so haglich ist mit der Dosis. Wenn man es dennoch isst oder wenn man dennoch irgendwie eine Vergiftung damit erwischt, dann kann man einmal mit Übelkeit, Erbrechen anfangen, rechnen, dann Ohrensausen wird beschrieben und dann geht es aber eh schon los mit Schwindel und der Puls reduziert sich sehr stark, dass dann einfach nur mehr wenige Schläge pro Minute praktisch überbleiben und irgendwann kann es auch sein, dass die ganze Mühe zum Stehen kommt. Also wenn man mit dem eine Vergiftung hat, einen Arzt holen, also wirklich nicht irgendwie in der Hausapotheke nachschauen, was man zum Tun war, dann braucht man einen Arzt. Aber ihr kennt ja jetzt die Pflanzen und das muss man halt einfach wirklich auslassen. Das geht nicht zum Testen. Also da denke ich an meinen Beinweller, du, wenn du das hörst, du wüder Hund, du, nicht. Also das kann man ruhig auslassen. Passt. Also das mit einem Zwinkersmiley dazu. Weil ich eh weiß, dass du auch ein schlauer Kerl bist und deine Grenzen kennst. Okay, ja, super Sache. Jetzt haben wir das auch gesehen. Gefällt mir besonders, auch wenn es regnet worden ist. Und wir sehen sie beim nächsten Pflanzenporträt.